Ja, schön. Jetzt hast du uns ja schon einige Eindrücke gegeben, wie umfangreich die Ausbildung ist, was ihr alles verändert habt. Trotzdem eine Frage noch zu dem komplexen Anforderungsprofil des Profitrainers im Endeffekt. Ist das in diesen 11 Wochen inhaltlich eigentlich alles so zu vermitteln? Also alle leistungsbestimmenden Erfolgsfaktoren, kann man die wirklich in 11 Monaten so vermitteln, dass man dann rausgehen kann und kann sagen, okay, der ist jetzt richtig fit, oder muss der sich in der Praxis dann dementsprechend noch seine Erfahrung dann holen, dass du sagen kannst, okay, das ist dann wirklich ein kompletter Trainer, den können wir jetzt im Profifußball loslassen. Habe ich mehrere Gedanken, muss ich sortieren. Zum einen, wenn man in der Fahrschule ist und macht einen Führerschein, dann hat man Grundkenntnis, kann raus. Aber die Erfahrung bringt natürlich dann den guten oder weniger guten Fahrer dann heraus. Ist keine Frage, das ist bei uns sicherlich nicht anders. Auf der anderen Seite sage ich mir, wir sind trotz allem einen Schritt weiter, weil wir den Fußballlehrer so als Dirigent betrachten. Der spielt auch nicht jedes Instrument, der Dirigent. Aber er weiß zumindest, wie die ganzen Instrumente so zusammengefügt werden können, dass es harmonisch abläuft. Aber er muss es wissen. Und ich zitiere, oder sinngemäß zitiere ich einmal Trainerkongress 2008 in Wiesbaden. Ralf Rangnick und Volker Finke haben darauf hingewiesen, dass jeder Trainer, jeder Cheftrainer ein sehr übergreifendes Wissen haben muss, dass es nicht passiert, dass eines Tages das Kompetenzteam den Trainer führt, sondern der Trainer das Kompetenzteam. Beispiel Ralf Rangnick war in der Öffentlichkeit, kann ich auch sagen, sein Athletiktrainer muss ein hervorragender Mann sein, hat er gesagt. Aber wenn er ihn nur so machen lässt, wie er es will, hat er am Wochenende eine müde Mannschaft. Aber wenn er innerhalb eines Rahmens ihn bewegen lässt, es ist ein unheimlich klasse Trainer, klasse Athletiktrainer, hat er gesagt. Und so weiß er, um was es geht, weiß ihn richtig einzusetzen. Deswegen, Spezialistentum ist wichtig, keine Frage, aber jeder Spezialist versucht natürlich auch seine Position zu rechtfertigen. Und er muss aufpassen, dass der Trainer den Überblick behält, und dafür braucht er Wissen. Und dieses Wissen kriegen sie von uns in der Ausbildung. Okay. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, das Thema Team ums Team, Kompetenzteam, wo du ja eigentlich sagst, dass das in Zukunft immer wichtiger wird. Das hast du, glaube ich, in einem Interview gesagt für 11 Freunde. Da hast du mal sowas gesagt, was ich sehr, sehr interessant fand. Da will ich auch gleich aufgreifen. Eine Frage jetzt aber leider noch aus der praktizierenden Arbeit in Fußball-Bundesliga-Clubs. Warum ist das noch nicht so der Fall? Also es arbeiten schon ein paar mit Schnelligkeits- oder Athletiktrainer, manche haben Mentalcoach. Aber dieses Team ums Team, wie zum Beispiel bei Chelsea, dass wirklich mit 22 Personen gearbeitet wird in Sachen Kompetenzteam, das ist ja hier in Deutschland noch nicht der Fall. Wo könnten eventuell Barrieren oder Hürden sein, weil den Grund des Finanziellen lasse ich eigentlich nicht gelten, weil ich sag mal, die Nummer 23, die auf der Bank sitzt, verdient ja doch das Vielfache, wie so ein guter Athletiktrainer oder Schnelligkeitstrainer oder ein guter Physiotherapeut noch zusätzlich. Ich weiß nicht, was der 23. Mann verdient. ein junger Spieler ist sicherlich nicht. Aber unabhängig davon, ich glaube, das ist so eine Geschichte gewesen, Psychologie als Beispiel. Der Psychologe war ja vor ein paar Jahren noch bloß kein Psychologe, den hat man als Psychiater bezeichnet, bloß nicht den und so. Und wenn er nur heimlich. Aber in der letzten Zeit, in den letzten Jahren hat sich da wirklich auch durch die Nationalmannschaft, Hans der Herrmann, hat sich da wirklich was verändert. Ich glaube, dass im Hintergrund sehr viele Sportpsychologen arbeiten, die aber nicht in die Öffentlichkeit auftreten. Das wird jetzt im Hintergrund gemacht, das gibt es schon. Aber so direkt ins Team, wie die Nationalmannschaft das hat, ist es vielleicht noch nicht so, weil man sich auch daran erst gewöhnen muss vielleicht. Ich weiß nicht, das ist so, der Cheftrainer hat das Gefühl, er gibt sehr viel ab und damit muss er erst klarkommen. Weil Standard war ja früher und auch heute im unteren Bereich Cheftrainer, Co-Trainer, Torwarttrainer. Bäm, fertig. Der Cheftrainer war Taktiktrainer, war Athletiktrainer und dergleichen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass der Co-Trainer eine Art Fitness als Athletiktrainer wurde, der dann die Konditionslehre übernommen hat. Jetzt wird auch ein bisschen zu viel, ich habe das Gefühl, aufgehäuft. Jetzt gibt es Athletiktrainer und einen Fitnesstrainer, wobei ich da den Unterschied mit Verlaub nicht kenne. Aber dann gibt es einen Psychologen 1, Psychologen 2, also es gibt plötzlich eine Menge. Also die Aussage von dir am Anfang ist richtig und doch nicht ganz richtig, weil im Spitzensport oben ergeben sich jetzt schon unheimlich große Teams. Ich muss ja noch Bayern München gucken, da gibt es ja für jeden Bereich bereits schon etwas. Und das ist in anderen Vereinen
nicht anders geworden. Also es wird immer mehr. Man muss nur aufpassen, dass man dann mal die Mitte findet. Also ich glaube, man braucht nicht eine Klinik und einen Fitnesstrainer. Es reicht ja, wenn einer optimal wäre, natürlich, wenn es ein Fitnesscoach ist, der aber aus der Reha schon kommt, damit er den Übergang von der Reha zum Platz auch übernehmen kann. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, dass es zwar Spezialisten geben soll, aber die trotzdem über den Tellerrand gucken können. Und sieht das jeder für sich so, ja. Ich muss jetzt das so und so machen. Das Übergreifende. Und diese Funktion übernimmt ja der Cheftrainer hauptsächlich. Ich meine, es wird auch irgendwann ein Taktiktrainer, es gibt ja auch das Modell Taktiktrainer Löw, Klinsmann, war ja so, dass Jürgen Löw diese Taktik übernommen hat und der Klinsmann sich da rausgehalten hat und hat das Übergreifende gemacht. Dieses Modell gibt es jetzt immer mehr. Wie könnte deiner Meinung nach dieses Kompetenzteam quantitativ und qualitativ besetzt sein? Weil du sagst ja, Fitnesscoach, Athletiktrainer, da siehst du jetzt keinen Unterschied. Ich übrigens auch nicht, das ist einfach nur ein anderer Begriff. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin einfach der Meinung, mit einem Athletiktrainer kannst du relativ schlecht 22 Spieler gleichzeitig optimal trainieren oder von der Bewegungsausführung her korrigieren. Das ist relativ schwer möglich, weil du ja dann schon neue Bewegungsabläufe versuchst mit einzubringen, die sie eben noch nicht gemacht haben oder noch nicht drauf haben. Deswegen, wie viel Fitnesscoaches brauchen wir, wie viel Physiotherapeuten brauchen wir? Also ich persönlich, ohne jetzt die Namen zu nennen der Bundesliga-Vereine, kenne Bundesliga-Vereine, wo die Physios gnadenlos überlastet sind, weil zwei oder drei Physios sind bei einem Kader von 25 Spielern. Ist eigentlich uninteressant, gerade in der Saisonvorbereitung. Ja. Wie sieht das qualitativ aus? Welche Qualifikationen sollten die Leute mitbringen, wenn man das einzeln überhaupt jetzt so von dir aus erwarten kann, dass du das jetzt aufbröseln kannst? Aber auch quantitativ, wie viele Fitnesscoaches, wie viele Ernährungsleute brauchen wir, um ein Team mit 25 Top-Leuten optimal zu betreuen? Keine Ahnung. Nein, also nächste Frage. Nein, klar. Also von der Qualität her habe ich schon vorhin angedeutet, wäre es gut, wenn die Einzelnen zwar Spezialisten auf ihrem Fach sind, aber übergreifend denken können. Dann der Reha-Trainer denkt nur an Reha und fertig und der Fitnesscoach nur an, wie kriege ich den fit. Aber der Fußballspieler muss ja sozusagen geführt werden von allen. Das heißt, der eine sollte vom Fach des anderen kennen. Und dann gibt es auch keine Differenzen, man spricht vom selben Thema. Das kann man dann im Vorfeld ja auch ausdiskutieren. Also jeder hat seine Berechtigung, aber jeder sollte auch dann wie ein Puzzle den anderen verstehen, was er macht. Dann liegt es an der Philosophie des Cheftrainers, der sagt, ich möchte vielleicht 3-4 Masseure haben und 2 Physiotherapeuten. Ich weiß es wirklich nicht von der Anzahl her. Von der Qualität ist klar, von der Anzahl her, Quantität kann ich nicht sagen. Aber auch da muss man aufpassen, die Erfahrung zeigt, je mehr Leute um eine Mannschaft rumlaufen, desto mehr sind verletzt und krank. Das ist ein Phänomen, ist kurios, aber es gibt aus der Psychologie dahingehend auch Hinweise, die sagen, wenn du keinen Arzt hast, wirst du nicht krank. Hast du 3 Ärzte, bist du ständig krank. Weil man kann sich dann fallen lassen, man wehrt sich nicht gegen den inneren Schweinehund und sagt, jetzt fühle mich nicht so wohl und so. Und dann gehe ich mal zum Arzt, der gibt mir da was. Und wir bilden uns auch ein, wir werden krank und dann werde ich auch krank. Ist natürlich jetzt eine Hypothese, die ich jetzt hier aufstelle, wo ich ein Anführungszeichen setzen möchte. Aber aus meiner eigenen Trainererfahrung habe ich festgestellt, im unteren Bereich, da hatte ich nicht so viel und ich hatte wenig Verletzte. Hat auch was mit dem Training zu tun, keine Frage, aber gerade so die erkälteten Spieler, die gibt es plötzlich gar nicht mehr. Und die Gesellschaft zeigt uns ja auch, es gibt immer weniger gelbe Zettelchen, die wir abgeben. Arbeitsunfähigkeitszettel, von dem her der gelbe Schein. Von dem her denke ich, muss aufpassen, dass wir das Team ums Team nicht so groß aufpusten. Weil dann haben die Spieler auch sehr viele Alibis und Ansprechpartner. Und, okay. Ja, wir sollten es auf einem gesunden Maß.